Und jetzt kommen wir zur Begegnung zwischen Jessica Paschka zu meiner Linken und Anna-Karina Wojcik auf der rechten Seite. Und du bist, liebe Anna-Karina, ja nicht nur die Partnerin von Stefan Ross, sondern auch im Wohnwagen aufgewachsen. Meine Eltern, die gucken jetzt auch gerade zu. Wir grüßen deine Eltern und es ist ja für ihre Tochter ist ja hier jede Menge Platz in so einem Kajak. Das ist ja alles relativ. Sie hat eine kleine Küchenzeile vorne eingebaut, hinten noch eine Dusche. Aber du hast mir gesagt, du hast ein bisschen, ich darf sagen, Schiss. Ja, mein Herz puppert durch diese Protektorenweste durch, gefühlt. Okay, dann will ich dich jetzt einfach noch ein bisschen in der Konzentration verweilen lassen und gehe rüber zu Jessica. Guck mal, da du lächelst. Ja, noch. Noch, auch du hast ein bisschen Muffe. Ich habe damals gesehen, wo du bei TAF dieses Po-Lifting hast machen lassen. Jetzt kannst du dir an der Bande noch die Lippen aufspritzen lassen. Kleiner Gag von mir. Aber was hast du dir vorgenommen für dieses Rennen? Alles zu geben und so schnell wie möglich unten ankommen, egal wie, auch wenn es rückwärts ist. Okay, ich höre jetzt auf mit den blöden Witzen. Ihr beide macht bitte das Visier runter, okay? Und dann ist die Strecke freigegeben für unser nächstes sportliches Rennen im Snowkajak. Also wenn ich diese Trainingsläufe gesehen habe, ist für mich Anna-Karina Wojcik so ein bisschen vorne. Aber Jessica Paschka, die wirkt angriffslustig. Mal sehen, wie der Start gelingt und sie versucht dann mit dieser Oberkörperbewegung Fahrt aufzunehmen. Noch ist da keine Rotation und kommt sie jetzt auch rein. Oh, das ist eine Drehung von Anna-Karina. Und damit verliert sie natürlich an Fahrt. Und somit kann Jessica, die hier ein richtig gutes Rennen fährt, auch aus dieser zweiten Kurve gut rauskommt, kann die sich jetzt hier im Vorsprung rausarbeiten. Und den wird sie in aller Ruhe ins Ziel bringen. Wo ist Anna-Karina? Die ist da ganz hinten. Also wird überhaupt keine Möglichkeit haben, dieses Rennen noch zu gewinnen. Jessica Paschka holt sich hier diese beiden Punkte für ihr Team. Und das ist noch mal diese letzte Abfahrt. Unser Jubelsieg. Das war natürlich auch wirklich ein Rennen im Spaziergang. Da hatte Anna-Karina Wojcik diesen großen Lenkfehler gemacht. Dann kam sie in die Drehung und verlor an Geschwindigkeit. Und von daher war es überhaupt kein Problem. Jessica, du hast es geschafft. Das war ja ein Wahnsinnslauf. Du bist da so souverän durch. Komm, wir gehen mal noch ein Stück hier vor. Wir müssen mal erstmal von deinem Helm befreien. Geht nicht. Vorsicht. Oh, 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 raus aus der Schusslinie. Oh, da kommt Anna-Karina. Das war ein Riesenvorsprung, muss man wirklich sagen. Woran lagst du? Du bist perfekt da runtergefahren. Ich habe keine Ahnung. Jede einzelne Probe war scheiße. Wirklich, ich fand, dass ich in den Proben in den letzten Tagen die schlechteste war. Wirklich, immer. Und ich bin gerade so unglaublich glücklich. Oh. Ja, ich kann das verstehen. Ich glaube, auch dein Teampartner ist sehr, sehr glücklich gerade mit dir. Ich hab's geschafft! Ich bin wirklich so unglaublich stolz auch auf mich, weil ich hatte wirklich richtig Angst. Und Hallo, was war denn los? Du standest da, bist nicht weitergekommen. In der Rinne, ja, ich bin stecken geblieben. Egal, eure Männer. Teil unten als, keine Ahnung. Aber es ist, weiß ich gar nicht, wie das passieren kann. Egal, ihr habt noch genug Chance, heute zu beweisen, was ihr drauf habt.